Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls 3 Morrowind, wo wir immer noch in Alt-Ruhn für die Diebesgilde. Das ist durch, ey. Müsst ihr hier alles blockieren? Das ist doch. Wo wir immer noch für die Diebesgilde unterwegs sind und jetzt ein paar Pfeile stehlen sollen. Pfeile des Ermessens. Ist die Grafik irgendwie anders als sonst? Benötigt ihr etwas? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Hier ist Haus Letria, das ging doch schnell. Wie geht es euch? Ist Eindel unser Ziel? Tatsache. Okay, dann lass uns mal reden. Guten Tag, Rio. Darf ich euch den Weg in Alt-Ruhn weisen? Sucht ihr einen bestimmten Ort? Ich suche Pfeile des Ermessens. Das geht euch nichts an. Man hört überall, dass Varvor Sareti Bralen Karvaren ermordet habe. Aber ich glaube das nicht. Sie waren die besten Freunde. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach mal hier in den Gemächern ein bisschen genauer um. Das wird aber mit ziemlicher Sicherheit nicht das Richtige sein. Alles okay bei dir? Ah, ich verstehe schon. Das erklärt einiges. So, hier waren wir noch nicht, ne? Privatquartiere. Wir suchen ja eigentlich eher, es hieß ja, es ist die Bogenschützin, ne? Dann suchen wir eigentlich eher... die Quartiere der Wachleute, aber wenn wir das so nicht finden, gucken wir mal in den Privatquartieren. Ihr seid auf der Suche nach Wissen. Weiß ich noch nicht. Vor allem finde ich es geil, dass ich hier rumschleichen darf, ohne dass sie großartig was sagen. Wenn keiner da ist, dann gehört das Zeug doch theoretisch schon mir, oder? So würde ich das jetzt werten. Redoranische Kochgeheimnisse. Einfach mal mit. Das klingt, als wäre es eventuell für irgendeine Quest relevant. So, aber ich habe auch das Gefühl, dass wir hier vielleicht nicht so ganz richtig sind. Hallo. Wir können sprechen. Ergo, suchen wir mal weiter. Seid gegrüßt. Sagt, kennen wir uns nicht von irgendwoher? Wachquartiere, das sieht doch schon besser aus. So, hier ist eine Falle mit dran.
Ich hab nichts gemacht. Oh, jetzt müssen wir... Oh, hier wimmelt es ja von euch. So, kurz durchblättern. Ist ein Roman, lese ich nicht vor. Aber wer es trotzdem lesen möchte, damit ist die Möglichkeit hier. So. Da sind sie ja. So, 4 Stück hieß es, ne? Hi. Ich bin dann mal weg. Und dann können wir auch schon mal wieder unsere Waffe ausrüsten. Und zwar die, die wir trainieren wollten. Das waren die stumpfen Hiebwaffen, meine ich, ne? Also da. So. Das war im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht so schwer. Ich grüße euch. Jetzt hier nur wieder rausfinden. Hallo. Ach ja. Immer auf diesen engen Gängen und dann stellen die sich mitten in den Weg. Das ist total furchtbar. Die Gildenhalle der Moraktong. Ah, seht ihr, Moraktong. Das können wir auch mal weitermachen. Wir können sprechen. Was wünscht ihr denn? Und mal nach Vivek, meine ich, ne? Da haben wir eine Aufgabe. Aber nach Vivek gehen wir ja sowieso, wenn wir Haus Lalu und das alles dann weitermachen. Mögt ihr das finden, was ihr sucht? Deswegen grüße euch vielmals. Steckt das Ganze gerade so ein bisschen zurück. Ich höre da was. Warte mal. Grüße der Wüste. Sprich, was zu sagen? Es tut so gut, euch zu sehen. Oh, ihr wisst, dass ihr unglaublich nervt. Hallo. Ah. Eine Centurio-Spinne, aber es klingt nach mehr als einer. Nun, das ist mal gute Gesellschaft. Sprecht nur. Die haben wir ja quasi gebaut hier, ne? Es ehrt mich. Bitte sprecht. Okay, ich sehe aber nur die eine. Unter Sonne und Himmel. Na gut, egal. Ich entbiete euch meine Grüße. Nun, Mitglied, wart ihr in der Lage, die Pfeile des Ermessens wiederzubekommen? Wieso wiederzubekommen? War das unsere? Ihr habt also die Pfeile des Ermessens gefunden. Wollt ihr sie behalten oder sie der Gilde verkaufen? Na, da wir ja bogenschützentechnisch sowieso nicht wirklich aktiv sind, würde ich sagen, wir verkaufen die. Hier sind 2000 Draken für die Wurfpfeile. Ihr habt sehr gute Arbeit geleistet, Mitglied. Falls ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt wurde, werde ich sehen, was ich tun kann, um euch zu helfen. Gratulation, Ryu. Ihr seid nun Bandit. Oh. Okay, hast du noch was für mich zu tun? Ich habe keine Arbeit für euch, Bandit. Wendet euch an Honigmund Hawassi in Balmora oder an die große Helende in Sadritmora. Oder ihr könntet mit dem Meisterdieb selbst reden, mit Jim Stacy. Er ist in Vivek. Aber er lässt nur ausgesuchte Leute für sich arbeiten. Ja, von daher, für die Diebesgilde wird Sadritmora wahrscheinlich dann unser nächster Anlaufpunkt sein. Geht nach Sadritmora. Ihr werdet die große Helende in der Taverne Dreckige Muriel finden. Das ist ein sonderbarer Ort. Sucht in Vivek nach Jim Stacy. Ihr werdet ihn im Keller von Simine Fralinies Buchladen im Fremdenviertel finden. Ja, zumindest schon mal, wo wir hin müssten.
Ich nehme jetzt hier so ein bisschen. Mittlere Rüstung Training mit. Ah, war mittlere Rüstung ist. Ja, scheiße. Ich habe mir gerade ein Level abgekauft. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Haben wir hier irgendwo was zum Pennen? Eine Ehre, es für mich ist. Ah, ihr bringt das Glück mit euch. Willkommen. Ich glaube, die mögen uns hier alle relativ gerne. Irgendwie so ein Schlafplatz oder was haben wir hier gar nicht, ne? Na gut. Muss auch nicht sein, brauche ich nicht zwangsläufig. Seid ihr auf der Suche nach Informationen? Wieso hast du welche? Entschuldigung, aber in meinem Haus befindet sich ein sehr seltsamer Mann und er will einfach nicht gehen. Würdet ihr ihn bitte hinaus befördern? Er führt Selbstgespräche, er hört nicht auf mich. Er sieht äußerst seltsam aus, er starrt mich merkwürdig an. Und es scheint, dass er sein Hemd verloren hat. Bitte, seht zu, dass er verschwindet. Er macht mir Angst. Gindrala Leran. Dann wollen wir mal gucken, wo wir da hin müssen. Na okay, einmal quer über die Straße. Wir gucken das Haus quasi schon an. So, dann gucken wir mal, was das für ein Mann ist hier. Da ist er. Da steht der Mann. Und er hat tatsächlich kein Hemd an. Grüße, Freund. Ihr habt Fürst Dagoth verraten. Nun bekommt ihr seine Rache zu spüren. Es ist die Stunde des Erwachens. Er tritt vor in seinem Glanze. Und sein Volk wird frohlocken. Und seine Feinde werden sich wie Staub im Wind zerstreuen. Vampire. Vampire sind abscheuliche Monster. Kreaturen, die von den falschen Göttern und den westlichen Totenbeschwörern erschaffen wurden. Die Angehörigen von Fürst Dagoth wurden von Unwissenden als Aschenvampire bezeichnet, obwohl sie keine wirklichen Vampire sind. Sie sind weise und mächtig, langlebig und in der Zauberkunst bewandert. Alterslose, unsterbliche Zauberer, wie alle Verwandten von Fürst Dagoth. Jedoch keine Vampire. Fürst Dagoth hat die Pest geschickt, um die Fremden zu vernichten und um jene Dunmer zu strafen, die sich dem Willen der Fremden beugen. All jene, die sich Fürst Dagoth widersetzen, sollen siechen und sterben, während jene, die sich Fürst Dagoth anschließen, geheilt und gestärkt werden, angefüllt mit der Macht und Herrlichkeit des Roten Berges und inspiriert durch die Träume Dagoth-Urs. Okay. Es ist kein Gerücht, es ist die Wahrheit. Fürst Dagoth, Dagoth-Ur, Fürst des sechsten Hauses und Retter der Dunmer ist erwacht. Und mit ihm sollen alle Schläfer erwachen und Morrowind soll vom Makel der falschen Götter und Fremdenherrschaft befreit werden. Wir sind die Dunmer. Einst gehörte dieses Land den Dunmern und es soll auch wieder das ihre werden. Nekromantie ist die böse Hexerei der Eindringlinge, eine Abscheulichkeit gegenüber unseren Ahnen. Alle wahren Dunmer beten ihre Ahnen an und verehren ihre Traditionen. Unsere Ahnen
sind nun wahnsinnig vor Scham und Hass, da wir von Tieren und geringeren Völkern erniedrigt wurden. Erst wenn wir die Fremden aus unserem Land vertrieben haben, werden unsere Ahnen ruhen können. Das hat man noch nicht. Morrowind ist die alte Heimat des dunerischen Volkes. Einst, in längst vergangenen Tagen, als die Dunmer sich in ihrem eigenen Land selbst regierten, hieß dieser Ort Resdain. Heute sind wir schwach, nichts weiter als Sklaven. Die Stimme ist nicht gut für meinen Hals. Und werden von Fremden beherrscht, die falschen Göttern dienen. Aber nun ist Fürst Dagoth, Dagoth Ur, der Fürst über das sechste Haus, erwacht. Nun werden die Ruhelosen aus ihrem Schlaf erwachen und dies wird einmal mehr das Land der freien und stolzen Dunmer sein. Engot der Juwelier? Das verrate ich euch nicht! Na gut. Null. Der kann uns nicht leiden, ja? Ich war eigentlich der Meinung, dass man ihn irgendwie provozieren kann. Spotten erfolgreich. Ja, guckt mal. Wir haben die Chance, dass Spotten erfolgreich ist, selbst mit einer Zuneigung von 0. Frage ist nur, wie oft wir das machen müssen. Ich will halt nicht den ersten Schlag schwingen, ne? Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich ihn dadurch, dass ich seine Zuneigung auf 0 bringe, provoziere, mich anzugreifen. Weil ich mal gelesen habe, dass das so funktionieren würde. Na komm, hier. 2000 und jetzt. Ihr werdet leiden. So, gib mir mein Geld wieder. Wenn man jemanden dazu provozieren will, einen anzugreifen, ist das halt sehr geil, wenn man bestechen kann. Verpacktes Korpusfleisch. Lecker. So, wo ist er denn? Da ist er. Ich kann mir etwas Zeit für euch nehmen. Entschuldigung, aber in meinem Haus befindet sich ein sehr seltsamer Mann und er will einfach nicht gehen. Würdet ihr ihn bitte hinaus befördern? Oh, ist er tot? Wie unerfreulich. War es sehr gefährlich? Es tut mir leid. Ich kann euch wirklich nicht mehr geben als meinen Dank. Aber ich werde jedem erzählen, wie freundlich und tapfer es von euch war, mir zu helfen. Gerne. Immer wieder gerne. Das war übrigens kein Zufall, dass ich diese Quest hier gerade gefunden habe. Als ich überlegt habe, weil ich ja wusste, mit der Diebesgilden-Quest-Reihe sind wir fast durch. Und habe ich überlegt, was machen wir als nächstes? Also wir haben hier vor Ort, wir hätten die Kriegergilde noch, aber laut der empfohlenen Reihenfolge der Kriegergilde ist Altruhn für die Kriegergilde der Abschluss. Das Finale. Der imperiale Kult ist hier nicht vertreten. Die Morag Tong sind ja sowieso eine globale Hallo. Geschichte. Magiergilde haben wir schon, Diebesgilde haben wir schon. Das heißt, von den Gilden, denen wir beitreten können, haben wir jetzt hier vor Ort noch die imperiale Legion und den Tribunalstempel. Und ich hatte halt geguckt, was machen wir als nächstes und war dabei darüber gestolpert, dass es hier noch ein, zwei Quests gibt, die wir noch nicht gemacht haben. Es gibt noch eine Quest, aber da habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, was genau wir da machen müssen. Wir sind noch eine Weile in Altruhn, das hole ich bei Gelegenheit noch nach. Hallo. Wir machen jetzt erstmal weiter mit dem, was hier sagt mir Questreihen technisch noch so zu tun ist. Ein oder zwei gibt's noch. Nee, es gab drei Quests und zwei haben wir jetzt gemacht. Eine war die mit der Frau da. Die können wir aber erst machen, nachdem wir mit Dagoth Gares gekämpft haben und mit Korpus infiziert worden, weil vorher taucht dieser Träumer nicht auf. Dann die Quest mit den ganzen
Mit diesem Typen, der sich von den ganzen Händlern da Zeug geliehen hat, was die dann wieder haben wollten, das haben wir ja schon vor einiger Zeit gemacht. Und eine weitere gibt's noch, da geht's irgendwie um die Rettung von irgendeinem Typen von irgendwoher, aber ich weiß gerade nicht, wo wir die initiieren. Das würde ich dann tatsächlich bei Gelegenheit noch nachgucken, dass wir das, solange wir hier Altruhn noch als unsere Operationsbasis nutzen, dann tatsächlich auch in Angriff nehmen können. So, ja. Tools Wahlen. Guten Tag. Was führt euch in den Tempel, Novize? Habt ihr eure Aufgaben vernachlässigt? Ihr habt die Anerkennung des Tempels, Rio. Ihr seid nun Geweihter. Ohne irgendwas gemacht zu haben, das ist so geil. Ihr habt die Anerkennung des Tempels, Rio. Ihr seid nun Akolyt. Wir haben außer der Pilgerfahrt noch nichts gemacht für den Tempel, ne? Eure Talente sind bemerkenswert. Aber einige zweifeln an der Tiefe eurer Hingabe. Übernehmt mehr Aufgaben für den Tempel und ihr werdet schon bald belohnt. Ich habe keine Ahnung, wieso wir diese Beförderungen da schon kriegen. Aber es stört mich auch nicht weiter. Weil im Tribunalstempel aufsteigen, das war tatsächlich im Zweifelfall sogar die ganze Tribunalstempel-Questreihe. Das ist etwas, was ich ganz gerne im Großen und Ganzen erledigt haben möchte, bevor wir uns wirklich wieder der Hauptquest zuwenden, weil, wir haben ja schon gelernt, der Tribunalstempel, der findet die Prophezeiung des Nerevarin und die Gerüchte um die Wiederkehr des Nerevarin, das heißt, der findet das gar nicht so geil, der findet es tatsächlich eher beschissen. Und ich habe Angst, dass wir Probleme kriegen, die Tempels-Quest-Reihe noch großartig weiterzumachen, wenn wir in der Hauptquest so weit vorangeschritten sind, dass wir als der offizielle und wiedergekehrte Fürst Nereva anerkannt sind. Das könnte nämlich echt zu Reibereien führen und das will ich vermeiden, indem ich halt den Tribunalstempel zuerst mache, damit wir da dann schon durch sind. Das ist zumindest gerade mein Ziel. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich Probleme bereitet oder nicht, aber ich will halt doch nur mal sicher gehen. Aufgaben. Erzähl mir Aufgaben. Erzähl mir erstmal Gerüchte. Einige Aschländer in der Nähe von Margan haben mit der Gefangennahme eines berühmten Adligen angegeben. Ich frage mich, wer er ist. Okay, fangen wir mal an. Was hast du denn? Wie kannst du mich denn ausbilden? Okay. Welchen Ranges seid ihr, Rio? Nein, tut mir leid. Vielleicht später, wenn ihr einen höheren Rang innehabt, aber nicht jetzt. Dem Tempel anzugehören, heißt, sich in Mitleid zu üben. Vivek hat mit seinen Feinden oft Mitleid gehabt. Ihr müsst euer Mitleid bezeugen, indem ihr die Sheogorath-Anbeterin Bulfimgra Shugarts in Melkar Shishi heilt. Nehmt diesen Trank, der die Pest heilen kann. Mit diesem Trank könnt ihr Bulfim heilen, allerdings ist er nicht billig. Ihr wäret besser bedient, wenn ihr einen Zauber wie etwa Rilms Gabe lernen und mir den Trank wiedergeben würdet. Rilms Gabe, ja, das vielleicht, eventuell kennen wir das sogar schon. Reist nach Alt-Veloti und dann nach Osten an den dädrischen Ruinen von Ashalmavia vorbei. Folgt diesem Weg nach Osten, bis ihr die Berge erreicht. Folgt den Wegen nach Süden, bis ihr eine weitere dädrische Ruine erreicht. Seid vorsichtig in Mal-Kashishirio. Die Anhänger von Sheogorath sind unkalkulierbar. Dringt nicht weiter in die Ruinen vor, als ihr es müsst. Das erinnert mich daran. War ja in Skyrim auch so. Natürlich gab es auch in Morrowind schon die dädrischen Quests, ne? Für dädrische Artefakte und sonst was. Die können wir bei Gelegenheit dann auch in Angriff nehmen, aber das ist etwas, da denke ich drüber nach, das eventuell sogar erst zu machen, wenn wir von Morrowind die Hauptstory durchhaben oder irgendwie sowas. Bevor wir dann in die Add-ons gehen oder sowas in der Art. Weil da möchte ich halt wirklich... Das ist ja nicht so wie in Skyrim, wo sich alles nach unserem Level skaliert. Hier. Müssen wir halt echt... aufpassen. Der Sausack, der hat das echt nicht auf unserer Karte markiert, ne?
Reist nach Alt-Veloti und dann los. Gib's ihm. Ja, toll. Gut, reisen wir erstmal nach Alt-Veloti. Fangen wir damit an. Wir können sprechen. Was wünscht ihr denn? Alt-Veloti hat wahrscheinlich keinen Schlickschreiter. Aber Cool hat einen. Und von Cool aus können wir mit dem Boot weiter. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis an. Ich muss doch mal gucken, es gibt ja auch noch diese offiziellen Plugins, ne? Von Bethesda. Die auch noch mal ein paar zusätzliche Quests hier einbauen. Ach, das ist der uns nach Solstheim bringen will, sein. Gut. Aber da wollen wir ja gar nicht hin. Habt ihr etwas zu sagen? Ich glaube, ich mache das gerade um einiges umständlicher, als es sein müsste. Das ist doch nicht wahr. Ich weiß, dass man irgendwie nach Alt-Veloti fahren konnte. Unter Sonne und Himmel, wir begrüßen euch. Gibt es etwas, das ich für euch tun kann? Meine Güte, ey. Es tut so gut, euch zu sehen. Also jetzt wird's langsam doof. Jetzt haben wir fast alle durch. Und Sadrid Mora ausweicht. Jetzt haben wir ein paar hundert Draken hier ausgegeben, um quer durch die Welt zu reisen. Und nichts zu erreichen. Das ist auch schön. Okay, von Dragon Fell könnten wir es nochmal probieren. Und ansonsten im Zweifelsfall wahrscheinlich zu Fuß gehen. Tel'Arun. Tel'Arun und Tel'Mora haben wir auch noch nicht probiert. Aber Tel'Mora ist ja... Also kommen gerade viel rum. Das muss man uns lassen. Okay. Ich hätte schwören können, dass es nach Alt-Veloti... Also über Cool. Ja, und jetzt nach Cool zurückfinden, ne? Scheiße. Ah, Mano. Ich bin gerade so froh, dass wir so viel Geld haben. Da oben. Das wäre sonst ehrlich gesagt schon so ein bisschen belastend. Die stand da eben noch nicht. So. Ich finde, wieso kann man von Cool nicht nach Alt-Veloti reisen? Was soll der Blödsinn? Ja, einfach ein bisschen hier in die Richtung. Naja, ich könnte es ja mal versuchen. Hier kommen wir aber rüber, ne? Jawohl. Guck mal, da ist schon eine Dedra-Ruine. Welche ist denn das? Ashalmavia.
Arshalmavia war südlich von hier, müssen wir, ne? Wir müssen nach Maekashishi. Okay. Gut, dann sind wir zumindest so ungefähr auf dem richtigen Weg. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal weiter.